Schon wieder musste die Zwickauer Feuerwehr zu einem Brand im Mehrfamilienhaus Leipziger Straße 121 ausrücken. Nachdem hier innerhalb eines Jahres bereits der Dachstuhl und danach eine Wohnung gebrannt hatten, schlug diesmal schwarzer Qualm aus dem Keller. Unbekannte entzündeten am Mittag des 18. Januar in einer Kellerbox gelagerte Matratzen. Dabei kam es zu sehr starker Rauchentwicklung, sodass das Treppenhaus durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zur Zeit des Brandes hielten sich mehrere Personen im Haus auf, die sich zum Glück in Sicherheit bringen konnten. Die Feuerwehr belüftet das Haus. Die Leipziger Straße war durch den Feuerwehreinsatz teilweise voll gesperrt. Der Dispatcher der Straßenbahn war ebenfalls vor Ort. Die Kriminalpolizei Zwickau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.